Ja, hallo lieber Zuschauer, das ist mein erstes Flugsimulator-Video mit Mikro. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu oft verhaspel und hier auch keinen Unsinn erzähle. Ich versuche das so abwechslungsreich und spannend wie möglich zu machen. Wir sind hier in Betzdorf-Kirchen im Westerwald, im nördlichen Westerwald. Der Platz hat das Kürzel Echo Delta Kilo India. Entschuldigung, für mich ein besonderer Platz. Ich bin hier im hiesigen SFC Betzdorf-Kirchen Mitglied und war bis letztes Jahr an einer Segelflugausbildung dran, die ich leider unterbrechen bzw. möglicherweise auch ganz beenden musste. Nichtsdestotrotz bin ich Luftfahrt begeistert und noch weiterhin Mitglied in diesem Verein. Und ja, Flugsimulationen betreibe ich seit dem Microsoft Flight Simulator 4 und habe wie die meisten von uns die übliche Karriere hinter mir: FS4, FS5, die Reihe durch, FS9, FSX, und viele sind dann anschließend noch, wie auch ich, zum Lockheed Martin Prepare 3D oder Prepared übergewechselt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon lange ein Auge auf Laminar Research. Damals mit dem XP9 bin ich das erste Mal so richtig darauf aufmerksam geworden, und bei XP10 habe ich dann den Schritt gewagt und mir das Programm mal angesehen. Ich fand nur die Oberfläche sehr, naja, es war mühsam, aber es ging. Und habe damals schon festgestellt: Ui, das Fliegen macht tatsächlich mehr Spaß. Man hat direkt den Eindruck nach dem Abheben, dass das eine ganz andere Angelegenheit ist. Die Flugzeuge reagieren viel freier, agiler, als ich es von Prepared gewohnt war. Trotzdem dauerte es letztendlich bis zum X-Plane 11, bis ich mich dann endgültig festgelegt hatte und ja, Lockheed Martin direkt runtergeworfen hatte. Ich hatte sowieso ein paar private Probleme, eine Software eines Rüstungsunternehmens zu benutzen, aber gut, es blieb einem ja im Prinzip keine andere Wahl. Danach hatte ich sie und habe mich für X-Plane entschieden. Dabei ist es bis heute geblieben. Und klar, ich gehöre sicherlich zu den ersten Leuten, die den Microsoft Flight Simulator gekauft hatten. Ich gefühlt 5 Minuten, nachdem das Teil draußen war, hatte ich es im Warenkorb drin. Auch die, mal gucken, wie das Teil hieß, Premium Deluxe Version natürlich für über 100 Euro. Und dachte mir, das wird mein Leben verändern. Ja, gut, ich habe den installiert und hatte ihn zum Laufen gebracht, und ich glaube sogar hier in Betzdorf mit der Cessna 172 eine Platzrunde gedreht, und ich dachte mir, das ist genau das gleiche Spiel wie bei FSX, weswegen du damals von der Microsoft SDK weg bist. Das war alles zu statisch, und die Wackelbewegungen in der Luft, das ließ sich relativ schnell entlarven. Die kamen nicht von der umgebenden Luft, sondern die waren einprogrammiert. Und ich dachte mir: Nee, Leute, das ist ein Spielmannsding, da hab ich keine Lust drauf. Und habe den, das weiß ich noch genau, 2 Stunden nach der Installation wieder runtergeworfen und mir den ohnehin knappen Platz auf meiner Festplatte für ein paar Orthos bereitgehalten. Und natürlich sah der Bombe aus, gar keine Frage. Und ich habe es auch ein Jahr später nochmal versucht. Es war ja klar, dass da an dem Programm weitergearbeitet wird. Und es ist auch besser geworden, gar keine Frage. Aber trotzdem habe ich beim MSFS immer noch ein anderes Fluggefühl und bin immer froh, dann, wenn ich danach dann wieder mit dem X-Plane abheben kann. Es ist einfach eine andere Sache. Das Gefühl fle fehlt. Es fehlt ja sowieso das Gefühl im Hosenboden. Jeder, der selbst mal geflogen ist,
weiß, dass Flugsimulation einfach nur eine Ersatzdroge ist, die einen aber nicht wirklich high macht. Aber das ist einfach eine andere Geschichte. Und na gut, natürlich, der MSFS sieht besser aus. Es gibt auch hier zu diesem Platz ein Add-on und das sieht wirklich granatenmäßig gut aus. einen großen Nachteil haben aber in meinen Augen sowohl die Orthos-Szenerien für den X-Plane als auch Aufgabe der Satellitenszenerie vom MSFS. Sie bleiben immer gleich, egal welche Jahreszeit vorherrscht. Und da finde ich das Konzept von X-Plane mit den Texturen, die sich jahreszeitlich verändern, doch besser. Und ich will mal kurz zeigen, wie das hier aussieht. Und ich kann euch einfach nur bestätigen, von meinen zahlreichen Segelflügen, so sieht es hier bei uns aus. Und es ist mir egal, ob Bauer Horst hier unten jetzt nun gerade Gerste oder Roggen oder sonst was auf seinem Acker hat oder ob er es brach liegen lässt und das Teil braun ist. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich möchte einfach nur eine plausible Umsetzung der Szenerie haben und wissen, aha, hier unten ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Hier kann ich mit meinem Segelflieger notfalls aufschlagen, wenn es eng wird. Das ist alles, was ich wissen muss für eine Flugsimulation. Ja, das Autogen und die Straßen wurden generiert von SimHeaven. Ein absolut geniales, freies Programm. Eines der vielen freien Programme, die es für X-Plane gibt. Und klar, es sind nur Texturen und es mag alles nicht ganz exakt stimmen. Aber es stimmt, was ich sehe. Es ist plausibel. Und naja, das Wetter hat sich mittlerweile ganz gut gemausert. Die Darstellung, die Wolkendarstellung sieht richtig gut aus. Ich finde, Lichtstimmung und auch die Wolken, so wie sie sich jetzt gerade darstellen mit dieser Cumulusbewölkung, sieht deutlich besser aus als im MSFS. Von den Flugeigenschaften und den Flugdynamiken will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Ja, das zur Erklärung. Man muss sich ja so ein bisschen entschuldigen. Warum bist du denn mit X-Plane 12 unterwegs? Es gibt doch den MSFS. Viele kennen X-Plane gar nicht, was ich sehr schade finde. Und wenn ich mit diesem Video etwas dagegen unternommen habe, und wenn es nur einer ist, ich will ja niemanden bekehren. Ich möchte die Leute nur darauf aufmerksam machen. Leute, es gibt da auch noch einen anderen Simulator und der ist mindestens genauso gut. Je nachdem natürlich, was man damit machen will. Und schwupps, da sind wir ja schon drin im Flugzeug und fliegen mal eine kleine Platzrunde. Der Platz hat eine Höhe von 1100 Fuß. Um den Höhenmesser anzustellen, ist es hier in Betzdorf sehr einfach. Einfach den großen über den kleinen und dann passt das. So. Batterie ist an, Parkbremse ist gesetzt, wir primen mal ein wenig. Throttle ist ein Achtel Inch draußen und dann wollen wir mal schauen, Beacon ist an. Fenster machen wie in den USA, clear prop. Ne, das Fenster machen wir schnell wieder zu. Es ist sehr frisch hier im Westerwald. Ich fliege, wie gesagt, nach realem Wetter. Wir haben 5, 6 Grad hier oben. Ja, das war ein guter Start. Textilite machen wir direkt an. Können auch die Strobes direkt anwerfen. Phytohit machen wir an, auch wenn wir keine eisigen Temperaturen haben. Der Höhenmesser ist gesetzt. Dann synchronisieren wir mal den Kompass. Da sind wir bei 155 Grad. Wir können das auch einfacher machen, indem wir einfach ihn, wie nennt man das, zentrieren. Keine Ahnung. Die Platzfrequenz war 122. 122 230, genau, die stellen wir mal ein.
Ich benutze sie allerdings nicht. Das ATC ist eine Sache, die im X-Plane 12 meines Erachtens noch nicht ausreichend funktioniert. Ich stelle den Ton mal etwas leiser. Aber ich glaube, ich mache das besser. Hier im... oh, das war jetzt aber nicht gut. So. So, weg ist es. Aber ich kann mir das Wetter ansagen lassen. Ja, 1013 entspricht etwa 3018, 3019 Inch. Die haben wir drin. Wir haben einen Wind Light and Variable, wobei man sich hier in Betzdorf freundlicherweise auf den Windsack verlassen kann. Und hier würde ich tatsächlich die 2.6 bevorzugen. Temperatur 5, Dewpoint 3, das ist eine sehr geringe Differenz, was zu einer leicht diesigen Luft führen könnte. Das ist auch korrekt, wird auch so dargestellt im X-Plane. So, dann gucken wir nochmal eben durch, ob wir alles gemacht haben. Brakes sind noch an, Avionix lassen sich hier leider in dem Flugzeug nicht richtig abstellen. Es gibt ja keinen Avionik-Hauptschalter. Die Sicherungen sind drin. Die Vergaserverwärmung ist auf kalt. Der Master Switch ist on. Beacon Strobes sind an. Mixture. Die Oil Pressure ist im grünen Bereich. Öltemperatur ist rising. Taxi Lights ist on. Nav Lights können wir auslassen. Radios sind set. Flaps brauchen wir ja dieser Graspiste auch mit der kleinen Cessna 152. Als nächstes folgt der Brakes-Test. Dazu müssen wir uns allerdings bewegen und die Brakes funktionieren. Etwas verzögert, etwas schlechter, um zu simulieren, dass wir uns auf einer Graspiste befinden. Das ist toll gemacht. So, dann machen wir noch den Magnetencheck. Dazu machen wir das Gemisch auf reich und gehen auf 17, 1800 Umdrehung und nehmen abwechselnd einen der beiden Magnete weg und schauen uns die Differenz der Drehzahl an, die nicht mehr als 125, 150 Umdrehung sein darf. Das sieht gut aus. Das funktioniert nicht immer reinwandfrei. Ja, jetzt aber. Jo, das ist gut. Und der Idle-Check. Hierbei flaut die Drehzahl natürlich ab, aber der Motor darf nicht ausgehen. Das sieht auch gut aus. Landing Lights ist an. Strobes sind an. Kommen wir mal mit die Loft Lights an. Kostet kein Geld. Pitot-Heat können wir jetzt wirklich ausmachen. Wir überprüfen noch einmal den Kompass. Sind bei 250. Und das sieht gut aus. Dann Leinen los, wir legen ab. In Betzdorf Kirchen teilen sich Motorflug und Segelflug jeweils die Platzrunde. Die Motorflieger gehen in den Süden, in die südliche Platzrunde. Und die Segelflieger benutzen den nördlichen Luftraum um den Platz. Das heißt, wir machen hier jetzt gleich eine Linkskurve und fliegen unser Pattern ab. Die Flaps können rein. 400 Fuß über Boden. Dann leiten wir den Querabflug ein.
bis wir über der Sieg sind, etwa hier, das passt, und gegen den Gegenanflug. Ja, die Platzrundenhöhe liegt bei 1200. Ja, rechts unten ist Betzdorf zu sehen. Dann geht es hier links hoch das Fischbachtal. Das passt schon alles. Ich finde, wie gesagt, die Szenerie-Darstellung in X-Plane ausreichend. Tatsächlich gefällt mir die Darstellung im MSFS oftmals nicht. Es wirkt auf mich ein wenig künstlich, synthetisch. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Wir müssen ein wenig nachtrimmen. Das ist eine Sache, die bei dieser Cessna in jedem Falle notwendig ist, zu trimmen. Bei den meisten anderen Maschinen, Flugzeugen, ist es ja so, dass es in der Regel langt, wenn man das Trimruder in neutraler Stellung behält. Das ist hier bei dieser Cessna definitiv nicht so. Man muss hier konsequent trimmen. So, ein Queranflug. Der Platz ist hier jetzt. Und drehen dann gleich ins Final. So, das sieht gut aus. Dann müssen wir ein bisschen Geschwindigkeit abbauen und Bucklastik trimmen. So, die Erde hat uns wieder. Landing Lights gehen aus. Die Strobes lassen wir noch einen Moment an. Klappen können wieder eingefahren werden.
Eine Sache, die im X-Plane sehr hervorragend funktioniert, ist der Wiederholungsmodus. Und ich glaube, den möchte ich mir jetzt nochmal gönnen. Und zwar gibt es da verschiedene vorgespeicherte Ansichten und ich möchte mir die Ansicht betrachten. Genau. Vom Platz. Da müsste meine kleine Cessna gleich erscheinen. Okay, ja, ich kann mich daran erinnern, es gab da einen Bug. Da ist sie. Es gab da einen Bug. Dass sie nicht zu sehen ist. Aber so ist sie zu sehen. Hervorragend. Genau. So gucken wir uns das nochmal an. Bevor ich euch hier entlasse. Das lässt sich hier oben ausblenden. Falls man ein Video im Video machen möchte. Naja, das war Butter, würde ich sagen. Hervorragend. Ja. Das ist aus. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen Spaß gemacht. Es war nicht zu lange, nicht zu, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es war spannend, hoffe ich. Und schreibt ruhig in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und mal sehen, dann hänge ich vielleicht nochmal ein Video dran mit einem anderen Flugzeug. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und frohe Ostern.